Shepard! Nein! Fassen Sie sie nicht an! Es ist zu gefährlich! Das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender? Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Doktor? Dr. Chakwas? Ich glaube, sie wacht auf. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Ein bisschen Kopfschmerzen, nichts Ernsthaftes. Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Sie konnten nicht wissen, was geschehen würde. Wir wissen noch gar nicht, was es ausgelöst hat. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Williams und ich mussten sie zurücktragen. Gute Arbeit. Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson! Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Ich hasse es, wenn Soldaten unter meinem Kommando sterben. Sie tragen keine Schuld an Jenkins Tod. Sie haben gute Arbeit geleistet, Shepard. Haben wir Gunnery Chief Williams auf Eden Prime zurückgelassen? Ich dachte mir, dass wir sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe sie auf die Normandy versetzen lassen. Williams wird ein gutes Crewmitglied abgeben. Sie hat es sich verdient. Lieutenant Alenko ist auch einverstanden. Deswegen haben wir sie in die Crew aufgenommen. Der Geheimdienst hätte uns warnen müssen, Sir. Wir sind blind in unser Verderben gelaufen. Es war deren Schuld. Die Geth sind seit 200 Jahren nicht mehr aus dem Nebel aufgetaucht, Commander. Das konnte niemand ahnen. Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geth greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, Captain, und ich hoffe, der Rat sieht es auch so. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Saren, diesen anderen Turianer. Saren ist ein Spekter, einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geth kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Er ist nicht nach Eden Prime gekommen, weil er die Menschen hasst. Das stimmt.
Offensichtlich scheint Zaren mit den G zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Zaren gesucht hat? Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Künstliche Wesen. Vielleicht geht? Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Was sollen wir ihnen sagen, dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Zaren. Aber ich kenne Zaren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geht. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spectre. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Wir werden beweisen, dass Zaren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spectre entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Gut zu sehen, dass Sie in Ordnung sind, Commander. Commander, es freut mich zu sehen, dass Sie in Ordnung sind. Der Verlust von Jenkins war ein harter Schlag für die Crew. Gut, dass zumindest Sie wohlauf sind. Es ging ganz schön zur Sache da unten. Ich hasse es, wenn es zivile Opfer gibt. Das scheint einfach nicht richtig zu sein. Aber zumindest konnten Sie Zaren davon abhalten, die ganze Kolonie auszulöschen. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft. Wir sind Marines. Wir halten zusammen. Es tut mir sehr leid, dass wir Jenkins verloren haben. Ich hätte vieles dafür gegeben, ihn zu retten. Ich war dabei. Sie haben alles richtig gemacht. Wir hatten einfach nur Pech. Das war keine Ausflugsfahrt. Unsere erste Mission endet damit, dass ein Spectre den anderen tötet. Der Zitadellrat wird nicht sehr glücklich sein darüber. Wahrscheinlich werden sie diese Situation nutzen, um der Allianz mehr Zugeständnisse abzunötigen. Sie haben die Situation schnell erfasst. Sind Sie ein Karrieretyp? Ja. Wie viele Biotiker. Wir unterliegen keinen Beschränkungen, aber wir stehen unter besonderer Beobachtung. Man könnte uns eigentlich auch dafür bezahlen. Außerdem hat auch schon mein Vater gedient. Machte ihn stolz auf mich, als ich mich verpflichtete. Letzten Endes. Das ist Ihre Motivation? Ihre Familie? Ich war ein ganz normaler Navy-Sprössling, aber ich habe mich etwas besser entwickelt, als die meisten glaubten. Ah, verstehe. Der skylianische Angriff. Danach haben Sie sich wahrscheinlich Ihre Position in der Flotte aussuchen dürfen. Ich hörte, dass wir zur Zitadelle reisen, Ma'am. Warum? Der Captain hofft, dass der Botschafter eine Anhörung beim Rat arrangieren kann, um ihnen zu sagen, was Zaren vorhat. Das ergibt Sinn. Sie werden vielleicht noch gar nicht wissen, dass er nicht mehr für Sie arbeitet. Was immer passieren soll, wir sind bereit, Commander. Joker wartet auf der Brücke auf Sie, Commander. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium dafür eingetragen. Die Erde schien mir einfach zu langweilig und vielleicht zu sicher. Diese Kolonien hatten für mich immer etwas Exotisches. Ich wollte reisen und die Sterne sehen und den Soldaten mit ihren Wunden an Leib und Seele helfen. Allerdings ist das Militärleben nicht so romantisch, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber die Menschheit ist auf die Allianz angewiesen, wenn wir über die Traverse hinaussiedeln wollen. Und die Allianz braucht immer fähige Ärzte. Also blieb ich und machte meinen Job. Haben Sie schon einmal an Ihrer Entscheidung gezweifelt? Manchmal überlege ich, eine private Praxis auf der Erde aufzumachen oder eine Stelle in einem neuen Medicenter auf den Kolonien anzunehmen.
Aber die Arbeit mit Soldaten ist etwas Besonderes. Wenn ich die Allianz jetzt verlassen würde, käme ich mir vor wie eine Deserteurin. Was wissen Sie über Captain Anderson? Wir haben schon auf einigen Missionen zusammengearbeitet. Er weiß, wann er entspannt bleiben kann und wann er streng sein muss. Die Crew weiß, wie erfahren er ist. Die Leute vertrauen ihm und er kümmert sich persönlich um die Leute unter seinem Kommando. Wie gut kennen Sie den Lieutenant? Vor dieser Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet, aber seine Akte ist sehr beeindruckend. Über ein Dutzend Auszeichnungen. Er ist allerdings ein wenig verschlossen. Das könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Er hat es nicht leicht als L2. Wo ist da der Zusammenhang? Für die meisten biotischen Anwendungen werden jetzt L3-Implantate verwendet. Lieutenant Alenko bekam noch die alte L2-Konfiguration. Dabei kann es Komplikationen geben. Was für Komplikationen meinen Sie? Schwere Mentalprobleme, Wahnsinn, unerträgliche Schmerzen. Es gibt eine lange Liste grauenvoller Nebenwirkungen. Kaidan hat Glück gehabt. Er leidet nur unter Migräne. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Nach dem, was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Jenkins war ein guter Kamerad und ein wichtiges Crewmitglied. Ich fühle mich fast ein bisschen schuldig dabei. Wenn Jenkins noch am Leben wäre, wäre ich nicht hier. Sie sind eine Bereicherung für die Crew, Williams. Ich bin froh, Sie an Bord der Normandy zu haben. Danke, Commander. Ihre Einschätzung bedeutet mir eine Menge. Ich habe noch nie jemanden getroffen, dem der Sternorden von Terra verliehen wurde. Es ging ganz schön zur Sache da unten. Werden Sie klarkommen? Ich habe schon öfter Kameraden sterben sehen. Ich bin nun mal bei den Marines. Aber jetzt wurde meine ganze Einheit ausgelöscht. Ich werde mich nie daran gewöhnen können, tote Zivilisten zu sehen. Aber es wäre viel übler geworden, wenn Sie nicht aufgetaucht wären. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft, Williams. Danke, Commander. Ich war mir meiner Sache nicht ganz sicher, als ich auf die Normandy versetzt wurde. Es tut gut zu hören, dass man willkommen ist. Sie werden sich hier sicher gut einfügen, Williams. Danke, Commander. Sprechen Sie mit Joker, wenn Sie soweit sind. Sagen Sie ihm, er soll die Normandy ins Dock bringen. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Der Verlust von Jenkins war ein harter Schlag für die Crew. Gutes Timing, Commander. Ich wollte uns gerade in die Zitadelle bringen. Das Flaggschiff der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Warum so empfindlich, Joker? Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Sehen Sie sich das Monster an. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Zitadellkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe warten, Normandy. Freigabe erteilt. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. Ab jetzt übernimmt ein Allianz-Operator. Roger, Allianz Tower. Normandy out.
Normandy, hier spricht der Allianz-Tower. Bitte fliegen Sie jetzt das Dock an. Das ist ein Skandal. Wäre eine turianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Die Turianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminus-Sektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und Saren, ein Spectre außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter. Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadell-Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat, aber nicht vorher. Captain Anderson, Sie haben ja Ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie korrekt sind. Natürlich. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist Ihr Top-Agent. Sie hören es nicht gern, dass er des Verrates beschuldigt wird. Saren ist eine Bedrohung für alle menschlichen Kolonien. Man muss ihn stoppen. Der Rat muss auf uns hören. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Spectre zu gefährden. Die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen, dass Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Aber leider ist Nihilus jetzt tot und der Sender verloren. Das ist Sarens Schuld, nicht Ihre. Dann wollen wir hoffen, dass die Zitadell-Sicherheits- und